Okay, gut, wir gehen kurz das Matchup durch. Zack, zack. Ach, das ist wieder verbuggt, weil es die letzten sind. Okay, ja, wir sind aktuell. Dann haben wir auch alles gelesen, was es zu lesen gibt. Perfekt. Brainy, vielen Dank für weitere zwei. Das ist sehr, sehr großzügig, Mann. Vielen Dank. Dankeschön. Eigentlich müssen wir nur im Hotel bleiben. Das Einzige, was wir machen müssen, ist eigentlich nur zu gucken, ja. Alter, bin ich dumm? Ich wollte mir die Zahl merken wegen 365 Tage im Jahr. Aber warum bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das Jahr 356 Tage hat? Ich muss das Zimmer kündigen. Wie kann ich Zimmer kündigen? Das ist das erste Mal, dass ich freiwillig eine Immobilie abgegeben habe. Davor immer, weil ich kein Geld mehr hatte und rausgeflogen bin. Deswegen auch der Erfolg. Den würde ich gerne bezahlen. Kann ich nicht? Ach, weil die nicht grau sind. Oh Mann. Oh nein, welche coole Zahl gibt's denn noch? '69 ist sowas von vergeben. Ja. Dann nehme ich... Oh Mann! Dann nehme ich... Dann nehme ich... Die... Oh nee, alles so scheiß Zahlen. Gibt's die 244? Oh Mann, auch nicht! Dann nehme ich die 200... Mann, 356 nehme ich wieder, scheiß drauf, komm. Komplette Katastrophe hier. Oh, jetzt muss ich da runter scrollen. So. Okay, es geht los. Ups, falsch. The Only One, Folge 3, meine Freunde, ist draußen. Es geht los. Lehnt euch zurück. Entspannt euch. Denn jetzt gehen wir rein in The Only One, Staffel 2, Folge 3. Ich hoffe, dass das laut ist. Eine Frau. Oh, Zoom soll ich wieder reinmachen? Klar kann ich euch machen, Junge. Na klar, meine Freunde, das mach ich euch. Do what you want.
Juicy Pearls, vielen Dank für den Raid. Ich kann das erklären. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Danke für den Raid. Herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Das ist sehr großzügig. Do what you want, do what you want, do what you want. Herzlich willkommen zur dritten Folge von The Only One. The Only One. Und weil die Jungs sich auch heute wieder von ihrer besten Seite zeigen wollen, präsentieren wir euch in dieser Folge weitere Einzelgespräche. Ob ein Mann bereits jetzt überzeugen kann, wir sind gespannt. Nun gut, ich setze mich noch ein bisschen. Ja, ich lehne mal, bleib mal hier ein bisschen angelehnt. Ey, wir sind da für dich. Ja, aber... Ich bin nicht besoffen, ja? Ich bin angetrunken, ja? Na, du sahst anders aus an der Bar. Oder du sahst aus wie ein fucking Pirat, der 3-8 im Schacht hat, der die Kapitel abbezogen hat. Du weißt nicht, wie leer den geschrieben wird, oder? Oder? Wie wird Lenny geschrieben? Erzähl mal. Erzähl. L-E-H-R-I-N. Bruder, jetzt, okay. Hier wird die Only One geschaut, das ist richtig, okay, natürlich. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Ich bin gerade komplett hoffnungslos. Ist dir auch danke für die 10 Monate, dankeschön. Ja, Johnny, sag mal, wie gefällt dir denn der Abend bisher? Hast du Spaß, amüsierst du dich? Also, ich muss echt sagen, bis jetzt hatte ich echt sehr Spaß gehabt. Ich habe mir das erstmal angeguckt, hat, das war auch schon ein kurzer Streit gewesen, so wie ich mitbekommen habe. Aber an sich, die Leute sind super drauf. Die Leute von der Bar sind super drauf. Bin echt positiv überrascht. Und die Cocktails schmecken vor allem, oder? Die schmecken auf jeden Fall richtig gut. Dann erzähl mir doch ein bisschen was. Der hat ein Alkoholproblem, Leute. Die hat schon drauf angespielt. Hey, die schmecken wirklich, oder? Ja. Und dir, was machst du so? Oh nein. Also klar, mein Interesse ist so, was ich... Sind Cocktails. Ich lebe fürs Fahren. Ich lebe fürs Cocktail. Deswegen bin ich auch bei der Racing League als Fahrer mittlerweile. Alter, ey, unter Alkoholeinfluss, starkem täglich und dann noch fahren. Ey, das sind mir die Liebsten. Was ist das denn? Und möchte da halt jetzt auch hoffentlich dann auch dann im Ende Januar ins Qualifying reinkommen, ins Team. Ansonsten bin ich eigentlich derzeit beim Unicom als Security angestellt, möchte mich aber beruflich da auch ein bisschen umorientieren. Er hat uns anscheinend, ich weiß nicht, ob er viel mitgewirkt hat, als wir unser Hausverbot aufgehoben bekommen haben. Hat er gesagt, das hier und da. Aber wahrscheinlich hat er mit den Leuten geredet und das erwähnt, ja. Ey! Der wollte, dass ich dafür mein Auto ihm, die Gegenleistung war ja dafür, dass ich seinem Kumpel mein Auto ausleihe. Aber ich habe ja mein Auto gar nicht mehr. Oh nein! Ey, ich werde ein anderes Auto kaufen. Ich werde es rot lackieren lassen und ich werde ihm erzählen, das ist das Gleiche. Und wenn er irgendwie an Scheiße sagt, ich sage, Alter, bist du... Dann schiebe ich das auf seinem Alkoholding. Dann sage ich, Junge, trink mal ein bisschen weniger. Dann würdest du auch sehen, dass das immer noch ein SM722er Modell ist. Keine Farmstreams! Den gab es das letzte Woche! Ist nicht so, dass das erfüllt auf Dauer? Und ansonsten, ich lebe es so gerne mit den Leuten, mit Freunden, was wir unternehmen, rausgehen, ein bisschen Party machen, ein bisschen, einfach ein bisschen mit anderen Leuten connecten. Party machen, ne? Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Was macht dich denn aus? Was macht dich aus? Ich habe einfach zum großen Teil meine Arbeit, dass ich mich da sehr kreativ ausleben kann. Ich habe immer 1000 Ideen und will die auch alle irgendwie gleichzeitig umsetzen. Ja, und unter diesem Sack voller Ideen, da klemmt auch so die Idee von Leuten dazu nötigen, sie sich auszuziehen und Fotos von ihnen zu machen. Das ist auch eine sehr, 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 sehr kreative Sache von Holly, ne? Das ist auch eine sehr, sehr große Idee bei ihr gewesen. Sehr facettenreich, sehr, die Ideen. Ich bin Familienmensch und Familienmensch, ne? Ihre zwei Ehemänner, die sie jetzt mittlerweile auch nicht mehr hat, keine Ahnung, was mit denen passiert ist. Den hat sie das gleiche angetan. Mein Freund unterwegs und unternehmen gern was mit dem. Geht zum Beispiel gern feiern. Ich bin aber auch tatsächlich ziemlich sportbegeistert. Also jetzt, wenn die Temperaturen hoffentlich wieder ein bisschen wärmer werden, steigen, dass ich dann wieder schwimmen gehen kann. Also schwimmst du gerne, ja? Ich versuch's zumindest. Ich bin nämlich dabei. also ich liebe Strand, Sonne und Meer. Aber ich konnte bis vor ein paar Monaten nicht wirklich schwimmen. Hä, wie kann man denn nicht schwimmen? Aber dann gern schwimmen. Also hast du das gelernt? Ich weiß, das klingt doof. Ja.
Ja, warum denn? Lieber jetzt als gar nicht. Mhm. Gibt es eine Sache, die du gar nicht kannst? Du. Nüchtern sein. Die du aber gerne noch, meistern möchtest, beherrschen möchtest. Tatsächlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ob ich irgendwas nicht kann, weil ich meistens nur das, was ich halt liebe und. Ich glaube, eine Sache, die ich noch gerne machen würde, wäre eigentlich. Als Pilot durchzustarten, aber das ist Alter, sehr schwierig. Alter Junge, wie fahrlässig, da mit einem kurzen weißt irgendwie unterm Sitz. Was ich gerne machen wollen würde? Erzähl. Ich bin zwar nicht die beste Autofahrerin, aber ich würde ganz gerne mal irgendwie mal Kart fahren oder sowas. Das habe ich noch nicht gemacht. Das würde ich gerne mal machen. Hast du noch kein Kart gefahren hier? Okay, schreiben wir uns doch auf Kart fahren. Das muss doch auch nicht. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Das ist auf jeden Fall Nein. Ich hoffe, der hatte schon nicht sein Einzeldate. Aber die ist bestimmt schon Kart gefahren. Die sind schon beim letzten Mal sind die Kart gefahren, in der ersten Staffel. Das weiß ich noch. Da sind die auch Kart gefahren. Ich würde aber die Frau gewinnen lassen, glaube ich. Dann also Holly. So für, das macht man immer, glaube ich. Ich kann's gerne wieder reingehen. Oder richtig reinfahren. Also so richtig fast tot fahren. Also kompletten Unfall, dass man so die restliche Dating-Zeit im Krankenhaus auf der Intensiv verbringt. Und dir ein bisschen Ruhe gönnen. Vielleicht sehen wir uns ja später nochmal. Bestimmt. Dann wünsche ich dir auch noch viel Spaß auf jeden Fall drinnen mit den anderen. Und ja. Ciao! Toni. Ja. Jetzt hör mal. War deine Nervosität der Grund? Eventuell angetrunken. Habt ihr das gelesen? Grund für die 1, 2, 3, 4 Cocktails? Alter, wie viel Cocktails? Ja, ich dachte vielleicht, ja, zum locker, muss ein bisschen runterkommen, ja, zum locker werden. Ja. Ich trinke nicht sehr oft. Yeah. Das ist das Problem. So viel habe ich gar nicht getrunken. Ja. Yeah, also, mir geht's doch relativ gut. Ich bin nur leicht angetrunken, aber es ist okay. Yeah. Hat's denn geholfen? Weiß ich noch nicht so. Weiß ich nicht. Aber ich muss am nächsten Morgen herausfinden, ob, wenn ich nüchtern bin, ob wirklich gut war oder nicht. Oder ob es total peinlich war. Vielleicht ein bisschen. Wie ist denn so dein erster Eindruck von ihr? Eine sehr, sehr sympathische Frau. Wirklich sehr niedlich, muss ich auch sagen. Würdest du sagen, dass die anderen Männer Konkurrenz für dich sind? Ja, schon. Also. Nein, gibt es nicht! Vielleicht bei einem und anderen nicht. Ich nenne keine Namen, aber. An sich sind wir ja alles hier Konkurrenten. Und nein, es gibt keine Konkurrenz. Aber ich würde es trotzdem jedem gönnen. Die wird ausgeschaltet. Entscheidet wenn es eine geben sollte. Aber da wird einfach rübergemäht. Blumen und Pralinen. Oh, wirklich? Ey, für eine Sekunde dachte ich, habe ich ein zweites Interview mit dir gehabt, aber nein. Oder Gespräch, das ist ja. Musst du leider nicht. Was stand da? Warte mal. Danke. Nehme ich gerade. Blumen und. Peter, auf der Blumenwiese. Okay. Pralinen. Oh, wirklich? Ja. Ich wusste leider nicht, was für Blumen, deswegen habe ich alle gekauft. Alter, was für ein. Okay, gut, hätte ich auch sagen sollen. Das ist gut, der war gut. Ich glaube, er, also der Peter, könnte ein Konkurrent sein. Ich glaube, der Peter könnte es weit bringen. Der hat so noch eine besondere Art, ne? Hast alle gekauft? Wie viel hast du denn gekauft? So Gentleman. Ja, also nicht den ganzen Laden leer, sondern halt von jeder Art das, was sie da hatten. Das ist so ein schleimiger, so ein richtig geleckter, so ein, wisst ihr, so ein Gentleman. Ich bin wirklich der Meinung, ich weiß genau, wie man eine Frau zu behandeln hat, Typ. Willst du vielleicht mal raten, was meine Lieblingsblume ist? Kann ich gerne machen. Der kommt weiter, weil er regelmäßig aufs Handy schaut. Ey! Wir haben doch gesagt Mittwoch! Was ist das Problem? Wie? Ist alles drin hier? Ich bin ziemlich schlecht im Raten. Magst du denn die Farbe Rot? Ja, schon. Okay. Ich habe Roche eingespeichert. Wollte nur, was, bist du das, Roche? Wollte das nur klarstellen, solltest du tot sein, werde ich mir deine Organe aus deinem kalten, leblosen Körper und eine alte deutsche Omis in Thailand verkaufen, zu einem Schleuderpreis. Roche! Das bist du nicht! Nee, das bist du nicht. Da!
Okay, aber war das, das war aber nicht dieser Donnerstag. Das war der bestimmt der, das ist der andere. Find's Eats hier raus. Hallo. Hallo. Ich glaube, da ist ein Fehler beim Datum oder beim Wochentag. Weiß ich nicht. Aber was meinst du denn jetzt? Hoffentlich nächste Woche? Ich glaube, das ist ein Fehler in der... Weil Donnerstag, da war mir, glaube ich, im RP. Und da habe ich die Mail noch nicht bekommen. Genau, wenn er am 2.2. schreibt... Wenn Roche am 2.2. schreibt, das finden wir jetzt heraus, das war vorgestern, das war ein Freitag. Dann kann er nicht den Samstag meinen. Dann muss es der Donnerstag sein. Naja, gut. Das werden wir dann wahrscheinlich IC herausfinden. Meine Freunde. Hey. Rosen zufällig? Nee, es sind Sonnenblumen, aber fast. Sonnenblumen? Mhm. Ah. Wundervoll. Ja, die habe ich zufälligerweise auch dabei. Ich glaube, ich war vorhin auch ein bisschen sehr aufgeregt. Ich habe gar nicht nach deinem Namen gefragt. Ich das bin Peter. Ich ja, Peter! Freut mich, Holly. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Zuvorkommt. Wenn mich meine Freunde beschreiben. Nett. Verantwortungsbewusst. Meine Freunde. Was kommt jetzt? Das müsste ich kurz. Was würden die Freunde über Peter sagen? Aufmerksam oder zuvorkommt? Nicht loyal. Das würden Street Gangster sagen. Nett. Innovativ? Nee, würde ich auch nicht sagen. Lust. Weiß ich, humorvoll vielleicht. Ruhig, vielleicht ruhig. Berechnend. Ups, mal sehen. Ich würde mich wahrscheinlich so beschreiben, dass ich... Ja? Naja, ein einzigartiger Mensch bin. Oh mein Gott, ja, das sind wir alle. Das würden Fingerabdrücke nicht funktionieren. Sozusagen auch mein Ding mach, einfühlsam bin. Habe ich das gesagt? Nee, oder? Ja, wie würden dich Leute tatsächlich beschreiben? Und was machst Mann. Du beruflich? Und vor allem, was mich interessieren würde, was sind so deine Hobbys? Ich glaube, andere Leute würden mich als sehr vielseitig beschreiben, weil ich ziemlich unterschiedliche Interessen habe. Ja, manchmal, da schreibt sie halt gerne Kolumnen für Weasel News. Auf der anderen Seite bedroht sie auch gerne mit ihrer Psychoart den einen oder anderen Typen, ne, indem sie ihn zwingt, sich bis auf die Unterhose auszuziehen und sich im Dreck zu wühlen. Oh, ne? Ja, also die Interessensverlagerungen, die haben schon sind sehr, sehr breit gefächert. Ne? Das ist schon true. Ich bin generell ein kreativer Mensch. Ja. Ich probiere gerne Neues aus. Ja. Also ich weiß nicht, ob das für Sie neu war, was da passiert ist, aber... Bin doch immer ziemlich offen, wenn dann jemand einen Vorschlag bringt. Bin ich immer Feuer und Flamme dabei, das dann mit umsetzen zu wollen. Mhm. Und hey, Holly. Kann ich mich wieder anziehen und könnte ich vielleicht gehen? Nein. Nein, sagt sie dann. Also da ist sie nicht sehr offen für Vorschläge. Ansonsten in meiner Freizeit gehe ich noch gern feiern, shoppen. Und Leute bedrohen und stalken und fast umbringen und so. Und gelegentlich auch Sport machen. Ah. Gelegentlich auch Sport? Was für einen Sport machst du denn? Ich gehe tatsächlich laufen. Bist du sportlich unterwegs? Ja, ich habe das jetzt ein bisschen nachgelassen, weil mich die Arbeit sozusagen ein bisschen eingespannt hatte. Aber ja, ich gehe gerne auch laufen, schwimmen und Fahrradfahren mache ich auch gern. Yeah, aber ja, vielleicht kann man da ja Gemeinsamkeiten finden, ne? Das denke ich auch. Hm. Wie stellst du dir denn ein erstes Date mit mir vor? Erstes Date?
Ja, jetzt sowas halt, ne, jetzt? Ich bin tatsächlich so ein Romantiker. Magst du Berge? Oder? Tatsächlich, also die Aussicht von den Bergen, ja, aber wenn du mir jetzt vorschlägst, dass wir wandern gehen. Nein, nicht wandern. Ja, absolut nicht. Ja, aber das ist doch auch so. Es ist auch nicht so. Sowas ähnliches wie Laufen, nur cooler. Das wäre wundervoll. Oder tauchen. Das war auch schön. Ich bin tatsächlich noch nie getaucht. Liegt aber auch daran, dass ich bis vor kurzem noch gar nicht schwimmen konnte. Naja doch, Holly ist dann halt schon immer getaucht. Bloß sie wusste halt nur nicht mehr, wie man hochkommt. Als sie im Wasser war. Ich dann glaube ich ziemliche Probleme hätte. Das wäre dann wahrscheinlich keine gute Idee, nein. Aber ein Hebelflug klingt tatsächlich ziemlich gut. Ja. Da würde ich mich auf jeden Fall hin entführen lassen, ja. Oh, das wäre wundervoll. Gut, dann würde ich tatsächlich dir mal meine Geschenke geben, nicht? Und ja, ich wusste nicht, was für Pralinen, dann habe ich von allem was genommen. Ja. Das ist wirklich sehr großzügig. Du bist wirklich für alle Situationen gewappnet, kann das sein? Ja, ja. Ja, ja, was? Für Diabetes oder was? Der macht die kaputt. Der überzuckert sie komplett. Er sorgt dafür, dass sie einem anderen Lifestyle verfällt, der ungesünder ist. Peter sollte auf der Stelle die Show verlassen, das finde ich nicht gut. Ich gehe erstmal wieder zurück und wir sprechen später bestimmt nochmal. Bestimmt, ja. Auf Wiedersehen. Peter, raus. Später. Du Teufel, deswegen hast du auch die roten Haare. Was hat dich heute so nervös gemacht, Peter? Und warum gehst du zum Fick raus und dann wieder rein, Peter? Du hättest doch einfach im Zimmer bleiben können. War es die Kamera? War es die Gesamtsituation? Was war's? Ganz ehrlich, ich würde sagen alles, aber das Nervöste war tatsächlich für mich, also das vor allem jetzt, was mit der Frau, also. Das ja. Mit der Frau. Also das mit der Frau war schon... Man wusste halt nicht, auf was man sich einlässt. Ne? Ich stotter ab und zu mal auch noch, das ist für mich ziemlich ungewohnt. Hat er ihren Namen vergessen? Ich bin verdammt nervös, ja. Na gut, ich hoffe, das legt sich nach der Zeit. Ist sie denn so, wie du es dir vorgestellt hast? Also, ich würde sagen, ich muss sie erst kennenlernen. So wie ich mir es vorgestellt habe, ich habe mir ehrlich gesagt nichts am besten vorgestellt. Ich wollte mich sozusagen ins Wasser schmeißen lassen. Das hat ziemlich gut funktioniert, glaube ich. Und wie wohl fühlst du dich in der Gruppe der Männer? Ganz ehrlich, ich fühle mich super. Es gibt so eine Person, mit der ich so, ja, der ist gut im Angriff, sag ich mal. Wir brauchen einen Namen. Sag uns, wer ist es? Ja, Mr. Laser. Ja. Klaut mal Platz und... Hallo? Versucht andere hier tatsächlich anzugreifen und so weiter. Hä, Junge, über gar nichts. Ich kämpfe nur um die Frau. Und er ist manchmal ein bisschen verfremdlich. Ich glaube, es sind hier andere Männer, die deutlich stärkere Konkurrenz sind. Alter, du Wichser, Peter! Gut, ich glaube, ich muss ey, was soll das denn, die Stärkere, wenn du sagst, ich bin gut im Angriff? Du hast nur Angst! Du hast nur Angst, Peter! Du hast nur Angst! Dich hole ich mir! Dich hole ich mir! Ich würde ihn gerne mitnehmen auf das nächste Gespräch. Was? Mein Gott, okay. Ja, viel Glück euch beiden, meine ich. Ich würde sagen, wir sehen uns später, Jonathan. Und klar, natürlich. Also enttäuscht, okay? Alles klar, natürlich nicht. Ich meine, es ist ja eine Show mit vielen Männern. Ist doch klar, dass du aber nicht so lang, bitte! Okay, also, da muss ich sagen, dass die Hälfte des Gesprächs kenne ich, ne? Die Hälfte des Gesprächs kenne ich. Weil die halt sehr, sehr laut geredet haben und wir, als wir natürlich die ganze Zeit vorbildlich im Haus gewartet haben, hat auch einfach einiges durchgedrungen ist, weil was die Fenster ist dir denn auch geöffnet bei deiner waren. Möglichen Partnerin wichtig? Was sollte die mitbringen? Also ich schau, bei mir ist so mäßig Fast Life. Also ich habe auch sehr stressige Alltag und es geht's nicht so. Ganz Zeit aufeinander hocken, ich mag gechillt, so dass den Frau, er hat Verständnis und nicht so Beruhigung und nicht so den stressigen, ich habe schon so ein paar
kennengelernt. Ich weiß ja nicht, so generell Freundschaften und da, ich habe viel Stress gespürt. Also ruhig ist für mich, also ich sage nicht ruhig jetzt von Humor her, aber ruhig dabei Dings. Dabei Auffassungsgabe, ich höre den Wort, ich habe auch gelernt. Also ich mag eher, wenn sie nicht so, wie soll ich sagen, verklemmt, ich höre, weil ich bin auch speziell, das gebe ich zu. Aber ja, Humorteilung ist sehr wichtig. Du brauchst jetzt auf jeden Fall jemanden, der auch dich in deinem stressigen Alltag ein bisschen runterbringt, ja? Ja, genau. Das auf jeden Fall. Immer den kühlen Kopf. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht wirklich, was denn Liebe ist, ich schon. Und deswegen, ich muss herausfinden. Ist dir das schon wichtig, dass was Leute so von dir halten und dass du viel Geld machst und das auch nach außen zeigst? Also, was Leute von mir halten, ist eher zweit dabei rang. Mir ist wichtig, dass es den maximalen Profit für nicht so viel Arbeit, weil ich bin überall, mir ist wichtig, was meine Freunde von mir halten und Personen, die mir wichtig sind. Was andere von mir halten, das ist mir eigentlich relativ egal. Okay, ich bin der Lustige, die Leute lachen. Das ist meine Art, so mein Humor. Ich bringe immer viele zum Lachen. Aber mir ist nur wichtig, was Freunde und wichtige Personen in meinem Leben von mir halten. Und natürlich meine Eltern nicht, ja. Was ist denn etwas, was du gerne mit mir auf einem Date machen würdest? Also ich muss ehrlich sagen, ich finde den Wasser richtig cool. Oder was Verrücktes, dass wir zusammen zum Beispiel eine Runde so Rennfahren, richtig adrenalinisch, ja. So, und danach ganz gechillt etwas essen, diesen Kontrast, ich schau. Ja, aber sag mal, was machst du denn gerne, wenn du so von stressiger Alltag dabei runterkommst, ich schau? Kopf ausschalten und ein bisschen laufen. Oder ich kümmere mich zu Hause um mein Lego an, weißt du? Ich habe nämlich ein Lego an namens Würstchen und ja, der bedarf halt echt viel Pflege und ja, damit kann man auch irgendwie gut den Kopf abschalten. Oh krass, ich habe als Kind auch gern mit Lego gespielt. Ja, diesen Steine bauen, ne? Riesenturm und so. Ja, genau. Ah, ich hab bestes. Hä, was? Nein, ich meine wirklich, du hast so gesagt, Lego, ich hab auch als Lego kind... angesagt, das ist ein Tier. Ach, ein Tier? Oh, Entschuldigung, ich hab falsche Sprachbarrierungsprobleme manchmal. Alles gut. Also, würdest du schon von dir sagen, du bist so ein kleiner Bad Boy, oder? Ja, nein, ja. Ja, kommt drauf an. Warum bist du jetzt so nervös? Ja, ich komme nicht klar mit diesen Ritz oder so, ich schau. Bist du immer alles so nach Vorschrift? Was heißt nach Vorschrift? Also, ich lebe halt mein Leben. Ja, ich mache einfach das, worauf ich halt Lust habe. Also würdest du theoretisch auch eine Regel brechen, um deinen Spaß zu haben? Ich habe tatsächlich auch als Teenie mal geklaut, aber das verraten wir keinem, okay? Oh, Sapsara? Oh, ich bin mies sympathisch. Ich wäre jetzt nicht so, dass ich dich schnappen würde und wir fahren irgendwie die Bank überfallen oder so. Aber Sapsara machst du nicht mehr, ne? Nein, mach ich nicht. Ah, okay. Das Einzige, was vielleicht hier passieren könnte, dass ich irgendjemandem das Herz klaue. Oh, das war ein Schiffbruch. Meinst du hast es schon jemand gestohlen? Es schien so, das, was Jonathan gerade gesagt hat, ja. Ah, ja, ich verstehe. Ja, ich meine, natürlich, ich würde jetzt mal eine generelle Frage, was mich interessiert. Wie fühlt sich das denn so an, wenn da mehrere Menschen stehen, Männer stehen und die sich für einen sozusagen interessieren? Ich kann mir vorstellen, es ist anstrengend, aber wie fühlt sich das an für dich so? Dabei Gefühle, ich schau dabei Kopf. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele Eindrücke, die ich mitnehme. Keine Frage. Und ich finde jeden Einzelnen, der heute da ist oder hier mitmacht, auf seine Weise interessant. Und ich habe zum Beispiel aber auch gerade eine Pause gebraucht, weil das wirklich auch ein bisschen viel war. Und ich bin jetzt auch gerade froh, hier im Einzelgespräch mit dir zu sein und wir so ein bisschen draußen sind, wo ich so ein bisschen abschalten kann und die frische Luft genießen kann. Oh, konkret.
da habe ich noch eine einzige Frage. Das ist so eine Sache, den sollte man schon bei Anfang abklären. Und zwar, was ist dein Red Flag, so wie dein Oberteil, Isha? Eine Red Flag? Also ja. Meine persönliche oder ja. Das, was ich bei anderen nicht mag? Für dich persönlich, bei Partner, Isha, kannst du ruhig so 2, 3 sagen, wenn dir welche einfallen. So Sachen, die gar nicht dabei passen, Isha. Okay, also gar nicht gut würde ich es finden, wenn derjenige super ungepflegt ist. Also ich achte schon sehr auf mein Äußeres und ich möchte auch, dass mein Partner das macht. Und wenn er einfach nie Zeit für mich hat, weißt du? Ich muss nicht jeden Tag mit jemandem verbringen, aber ich möchte schon, wenn ich dann durch meinen Job halt mehr Zeit habe, schon Quality Time mit der Person genießen, weißt du? Ja, das sehe ich genauso. Und die Person sollte einfach offen sein für meine ganzen Ideen und meine Spinnereien, die ich so im Kopf habe. Ah, du bist du da bei Kreativisch, ja? Ja, auf jeden Fall. Ah, interessant. Aber lass dich da einfach in Zukunft überraschen. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ich so weit komme, ich, ja, dann ich erfahre mehr bei deiner Kreativität, ich, ja. Ich bin auch sehr kreativ. Glaube ich. Ich würde sagen, das ist etwas, was die Zukunft zeigt. Und ich werde jetzt erstmal wieder reingehen. Und wir sehen uns dann später, ja? Okay, super, ich, ja. Vielen Dank für den Gespräch, ich, ja. Ja. Bis dann. Okay, dann erzähl mir doch gleich mal, wie war das erste Gespräch mit ihr? Hat es dir gefallen? Meinst du hier unten oder da oben? Das hier unten, was wir gerade miterlebt haben. Also ich muss sagen, den Gespräch, er war mies konkret. Er hat so den offenen Seiten gezeigt. Den Interessen passen schon ein paar, ja. Und einmal sie hat mich dabei Fassung weggebracht. Aber er ist gute Dinge. VIP, was los? Wen von den Jungs würdest du denn als deine härtesten und größten Konkurrenten bezeichnen? Meins Locke 2, das ist Dings, diese Peter. Ja, er ist mies sympathisch, aber er ist auch ein bisschen Dings schnöselig, aber er weiß zu benehmen, ja. Ja. Und wie fühlst du dich in ihrer Gegenwart? Bist du nervös? Macht sie dich nervös? Ja, ich bin eigentlich ganz locker, weil aber sobald es gibt so, sie sagen so Sachen über mich, die mit so Beziehung zu tun hat, die bringen mich dabei Fassung raus. Aber ich fühle mich eigentlich gut in ihren Gegenwart, Isha. Ich weiß zwar nicht, was diesen Kribbeln manchmal bedeuten soll, aber Isha, ich kenne das noch nicht. Aber ich fühle mich sehr wohl. Sie ist konkret drauf. Was, der steht hier? Wo denn? Oh nein. Okay, ich gehe schon wieder rein, ja? Ja, alles klar. Was ist? Laser ist hier irgendwo. Wer ist wo? Laser ist hier irgendwo. Der ist vorhin da vorne langgerannt. Ich hab den gesehen. Weil Ansgar ihn gerade irgendwo sieht, von oben. Ja, der war da hinten beim Busch. Wo ist Ansgar? Wo bist du? Ach, ihr seid da oben mit der Kamera. Ah, das wird gefilmt. Perfekt. Was ist denn los? Herr Laser, Sie werden gesehen, falls Sie irgendwo angeschlichen haben. Habe ich gerade im Funk gehört. Also, Jonathan ist hier draußen? Der ist so gold. Nein, hallo? Hallo? Wow. Ich bin eine Taube. Ach, ja, wer kennt sie nicht, die laserbärige Taube? Ich werde jetzt Richtung Süden fliegen. Jonathan, was machst du da unten? Das ist unangenehm. Das erwartet das euch das nächste Mal bei The Only One. Singende Piraten und ungewöhnliche Orte. Hat einer gesungen von den Leuten? It's just a midnight. Oh nein, was? Oh nein. Something evil is lurking in the dark. Was? Oh nein. Ah. Oh nein. Oh nein. Oh,
einige Leute sagen, dass das sich wie meine AI-Dingensstimme anhört. Deswegen, ja. Sehr gut. Auf der Suche nach dem Glück, bis die Seele brennt, ist es noch nicht zu spät, dass man den Wert erkennt. Bis dahin geht's. Rex hatte auch ein Placement bei denen, ne? Auf der Suche nach dem Glück, bis die Rex hatte auch ein Placement. Nicht zu spät, dass man den Wert erkennt. Bis dahin geht es weiter, dass sie hoffen kann. Sie ist die einzig. Unterstütze ich nicht. Weiß sie nicht, wie wird es hier weitergehen? Vielleicht ein Wellness-Tag, wenn's kalt ist. Oder Deep Talk im Mondlicht. Was die Liebe entfacht, das kannte sie so nicht. Und so macht sie weiter. Na, ist gut gemacht, aber immer noch. Kasu, vielen Dank für den Prime. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Das war eine gute Folge. Das war eine gute Folge. Und ich hoffe, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich frage mich, wie viele Folgen du noch aus dem ersten Abend machen kannst. Sind bestimmt noch 2. Ich glaube, 2 sind auf jeden Fall noch drin. 2 könnte man noch machen. Die nächste und dann auch noch eine. Dann ist man auch schon bei Folge 5. 5 nach einem Abend, also für einen Abend, das ist schon krass. Ja. Okay, so viel dazu. Was ich jetzt machen muss, ist auch wichtig. Ich muss essen. Noch eine. Aber was? Also sind es nur 4 Folgen für den Abend? Ah, okay. Ich dachte, da könnte man noch eine irgendwie. Ich weiß nicht, ob alle Einzelgespräche. Aber ich weiß ja nicht, wie viele Einzelgespräche sie auch gemacht hat, ne? Aber ich glaube, sie hatte jetzt. Ein Einzelgespräch, sie hat 4 Einzelgespräche wurden jetzt gezeigt. 4 wurden gezeigt. Deswegen dachte ich, dass man noch 2 machen kann. Aber okay. Und dann haben wir noch, danach kommt dann halt dann die erste Auswahl. Dann kommt das, der Rollstuhlvorfall. Wahrscheinlich, also der Abend, wo ich im Dingens saß. Und wo dann wo ich wieder laufen konnte. Und das wird so witzig, das wird so cringy, das wird so richtig geil, Junge. Das wird richtig gut. Da bin ich gespannt. Ein 16-Stunden-Video. Wie, was meinst du? Die Aufnahme von dem, von was? Von dem ersten Abend, oder wie? Das ist ja viel. Also ne, die ganzen Perspektiven, ne? Ja. Drei, ja. Wenn man die halt runter. Ja. Ah, verstehe ich. Verstehe ich. Dann bist du denn. Nee, das mit dem Rollstuhl ist ja halt eine ganz andere Session. Das war ja der zweite Abend. Deswegen, die kommt danach irgendwann. Also weiß nicht, das wird wahrscheinlich noch 2, 3, 4 Folgen dauern oder so. Na, wenn überhaupt. Also deswegen. Vielleicht hole ich mir kurz nur ein. Oh, ciao. Hallo? Hallo? Ist da der Jonathan dran? Nee, so negativ. Wie kann ich ihm weiterhelfen? Ja, wer ist denn da dran? Ich versuche den zu erreichen. Ja, warum denn? Ich bin Vanya. Wir haben uns am Rex getroffen. Ja, hier ist der Jonathan. Hallo, Vanya. Achso, jetzt doch. Was hältst du davon, wenn du die Anzeige zurücknimmst? Lass mich kurz überlegen. Nee!
frag mich mal, ob ich die Anzeige wirklich zurücknehme und sag bitte. Wieso? Ja, weil das Höflichkeit ist. Dann könnte man auch mit einer anderen Antwort rechnen. Okay, sollen wir da mal persönlich reden, bevor wir da ewig am Telefon hin und her reden? Frag mich jetzt und nimm den bitte mit rein. Okay, möchtest du die Anzeige bitte zurücknehmen? Nee! Ja, was nee! Ist denn da? Ja, lass uns doch mal treffen und drüber quatschen. Damit ich wieder verprügelt und bedroht werde? Hä, ich hab dich nicht verprügelt. Ich hab dich einmal getreten, chill mal. Ich toleriere keine Gewalt. Gewalt ist uncool und deswegen will ich, dass du am besten so viel Abstand wie möglich von mir nimmst. Ja, aber dann können wir ja schlecht drüber reden. Okay, wir treffen uns am Burgershot. Am Burgershot? Wir treffen uns am Burgershot. Wann? Jetzt. Ja, muss ja erstmal runterfahren. Na gut, okay. Dann bis gleich. Okay, bis gleich. Hatte ich auch Lautsprecher an? Das wusste ich nicht. Neutraler Boden. Ja, ja. Dann mache ich ein Foto, wie die Besitzerin beim Dingens ist natürlich. Ja, ja. Oder Eigentümerin. Die Anzeige ist nicht sehr nett. Ich glaube, die findet sie nicht gut. Wenn sie die Anzeige nicht gut findet, dann könnte man das ja vielleicht irgendwie anders arrangieren. Man könnte ja eventuell irgendeinen Deal aushandeln oder so. Das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Entschuldigen Sie, der Herr? Oh. Reden Sie, sind Sie am Telefon? Hallo? 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 Ich bin gerade am Telefon, schreibe ich doch nicht so an, was ist denn mit dir? Dann sag doch was, dann weiß ich das. Ja, was gibt es denn? Kannst du mich zum Burgershot fahren? Ja, kann ich machen, steig ein. Gut. Kann sein, dass die Anwältin Stress gemacht hat, ja, ja. Ist das gelbe Auto auch eins von euren Taxis? Nee, schön wär's. Ja, nehme ich auch. Und okay, gut, dann trotzdem vielen Dank und kein Ding. Ciao, ciao. Tschü. Hallo, willkommen bei Burgershot. Hi, ich hätte gerne einen Cheeseburger. Ne? Einen einfachen? Zwei nehme ich gleich. Zwei. Mhm. Noch irgendwas extra drauf? Vielleicht nehme ich noch als Beilage Pommes und als Getränk eine Cola oder sowas. Oder irgendwas, was ihr habt. Ja, Pommes könnte ich machen. Wir haben so Curly Fries. Ich würde die Curly Fries nehmen. Ja, und als Getränk hätten wir entweder Milchshakes oder Eistee. Eistee würde ich nehmen. Welche Sorte? Pfirsich. Pfirsich, okay, okay. Ja, machen wir dich fertig und dann bringe ich dir das gleich. Ich danke dir, dankeschön. Gerne. Huch. Candle? Nein. Okay, dachte schon. Auf gar keinen Fall. Dachte, die ist hübscher geworden, ne? Oha, das ist schon, das ist... Aber das sagen wir ihr nicht. Dich jetzt Candle genannt? Aber das sagen wir ihr nicht. Das ist schon böse. Oh. Ja, genannt. Ich wusste nicht.